Ja, damit willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir werden jetzt mal ein bisschen Nebenmissionen machen und wir fangen mit Overlord die Schüssel an. Eine Zebra-Station auf dem Planeten IT meldet sich nicht mehr. Der Unbekannte hat Unterstützung bei der Untersuchung der Situation angefordert. Ja, alles klar. Schauen wir uns das mal an. Bestimmt nichts Schlimmes. Also, ich war schon mal so frei und bin hier hingeflogen. Dann schauen wir doch mal vorbei. Na komm. Landen. Oh. Die Musik lässt schon mal Böses erahnen. Ich nehme mal Verrückte Nummer 1 mit. Und ich nehme mal dich mit. Jo. Ah, Stufenaufstieg. Mach ich mal. Automatisch. Oh. Zum Glück sind Sie da. Mein Name ist Dr. Gavin Archer. Die Sache ist dringend. Wir stehen kurz vor einem katastrophalen VI-Zusammenbruch. Einzelheiten erkläre ich Ihnen später. Aber erst müssen Sie die Übertragungsschüssel außer Betrieb setzen. Die Steuerung ist nicht weit von Ihrer Position entfernt. Sie müssen sich beeilen. Ja, okay. Schon mal die ersten Opfer. Hier drüben. Auf dem Monitor. Moin. Ja, machen wir schon. Was kannst du alles? Schockwelle. Das ziehe ich nochmal hier nach oben. Ziehen. Das ist mal ganz cool. Und Disruptor, Betäubungsschuss. Inferno-Granate. Die wir auch können. Das haben wir so hier drin. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten abgegeben und dem diensthabenden Sicherheitspersonal überstellt werden. Natürlich. Machen wir nicht. Oh, kann ich hier was machen? Tür von innen gesichert. Da kann ich aber was kaputt machen. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten abgegeben und dem Dienst haben Sie... Statusbericht. Bitte informieren Sie den Unbekannten darüber, dass wir bei unseren Forschungen große Fortschritte gemacht haben. Seine Zweifel bezüglich der mangelnden Fortschritte sind unangebracht. Es wird in Kürze eine Demonstration geben. Was erforscht ihr denn hier? Bestimmt nichts Gutes, wenn es so bekannt ist. Oh, Geld. Okay, dann gehen wir mal hier. Ich habe so eine Vermutung, dass was auch immer sie hier erforschen, wir bald zu sehen kriegen. Schüssel einfahren. Oh, da hinten. Okay. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Wie ich höre, gibt es Bedenken, was die Arbeit mit lebenden Geth angeht. Was? Das ist ja auch für ein Risiko. Aber der mögliche Erfolg überwiegt das bei weitem. Eines Tages werden es Ihnen Ihre Söhne und Töchter danken. Ihr seid ja so dumm. Oh, selber schuld. Oh Mann, ey. Ich habe keinen Plan, was du da sagen willst. Dies ist eine automatische Sicherheitswarnung. Geth-Aktivität wurde geortet. Bitte bleiben Sie auf Ihren Positionen, bis eine Unbedenklichkeitsfreigabe erteilt wurde. Ja. Das, glaube ich, wird so schnell nicht passieren. Das heutige Mittagsangebot ist Filet am Aircore-Eiersalat.
Oh, stark. Taktische Tarnung. Nichts kann mich aufhalten. Nimm das! Ah, ich hab wieder keine Aktionen. Sehr gut. Haben wir sonst noch jemanden? Ne, der scheint es gewesen zu sein. Oh doch. Scheiße, geh aus dem Weg! Wo ist der andere? Oh Mann, sie. Taktische Tarnung erstmal. Haben wir es jetzt? Hier ist noch ein Voll dabei. Das ist eine große Satellitenschüssel. Hat bestimmt guten TV-Empfang hier. Musik, beruhig dich. Alles wieder gut. Ah, na, doch nicht. Feind auf 6 Uhr. Nichts kann mich aufhalten. Ah. Taktische Tarnung. Ja. So, was ist jetzt hier oben? Moin, Kollege. Hier oben ist aktiv gar nichts. Wo müssen wir hin? Nach da vorne, also gehen wir nach da hinten. Was bestimmt Goodies. Naja. Okay, das ist Dead End hier. Dann gehen wir bitte noch hinten, wo wir eigentlich. Bin schon gespannt, was das für ein Zusammenhang hat. Hat die KI und die GAF. Ist die Kamera? Oh, schaut, das wäre eigentlich noch eine schöne Musik gewesen. Ah, das ist das Ding zum Rüberfahren. Oh, das Ding bewegt sich. Ja, ich gebe mein Bestes. Tut mir leid, dass es nicht schneller geht. Oh, da müssen wir was. Ja, ich beeile mich hier schon. Mal öffnen. Ich krieg Munition für die schweren Waffen. Brauche ich denn das denn?
8. Oh ja, da gibt's schon wieder Stress. Bitte an dich. Kommt hier rauf? Ja. Disruptor-Munition. Na komm. Die 2. Na ja, gut. Ist alles viel zu einfach. Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze. Ja, gleich. Gehen wir erst fahren. Ist Teil nicht bewegt? Achso. Hier runter einfach. Okay. Leer Aussicht. Zwei Monde. Ah, ich höre den Feind. Jetzt alle? Ja, gut. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Wieder sowas haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Widerstand. Da ist Munition für Kollegen. Moin Zen. Oh ja, bei. Oh, moin. Oh, das mit dem Verstecken ist aber gemein. Auf der rechten Seite. Taktische Tarnung für mich erstmal. Und dann gehen wir mal. Na, wir lassen es bei der Waffe. Scheiße. Könnt ihr mal. Macht's den bitte mal fertig. Wow, 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 wow. Hey. Du Arsch. Na, wie viel Geff haben die denn hier gelagert? Wow, was bist denn du für einer? Das und das. Oh fuck, na shit. Was passiert, wenn ich auf Fortfahren klicke? Einfach der letzte. Ja, okay. So, jetzt werde ich aber gleich schon mal auf das hier gehen. Der Commander her. Ich sehe nix. Oh.
3 Schuss. Jetzt nicht mehr. Da ist er, der Kommandant. Ja, und keiner kann was machen, aber ich werde mich tarnen. Wow, was ist denn das da? Oh, ja, ich muss hier weg. Ciao. Ja, doch, da oben. Mehr hast du nicht zu bieten. Achtung. Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze. Alle Daten müssen vor dem Hochladen von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Hofft, es ist richtig. Sie müssen jetzt die Stützen zerstören. Sie verfügen über eigene Kondensatoren. Versuchen Sie es mit Sprengen. Okay. 6 Uhr. Wo? Wo kommt die her? Oh, scheiße. Wow. Holy shit. Ist das so klug, wie wir das machen, wenn wir da drin sind? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Sie sind durch meine Schilde durch. Ich sehe. Oh, scheiße, Commander. Ja, okay. Ich brauche dringend Munition. Ist doch schon tot. So, Leute. Ja, Munition wird echt ein Problem. Und da. Ja, mach ihn fertig. Ich hab euch alle. 7. Sie haben es geschafft. Sie haben die Verbindung zum Satelliten gekappt. Das meinte ich. Das ist eine blöde Idee, während wir da drin sind. Ist ja eigentlich los. Der Mensch will mehr, als er vermag. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Du hast einiges zu erklären. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt noch eine Erklärung. Ich klicke jetzt mal auf Beenden, zum Schauen, ob da entsprechend was kommt. Ich danke Ihnen, Commander Shepard. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, wenn auch nicht viel. Es ist noch nicht vorbei.
Wer sind Sie gleich nochmal? Dr. Gavin Archer, wissenschaftlicher Leiter dieser Anlage und vermutlich der einzige Überlebende. Sie schulden uns diese Erklärung. Das hier ist das Projekt Overlord. Ein Versuch, durch Verbindung eines menschlichen Geistes mit einer VI Einflussmöglichkeiten auf die Geth zu erhalten. Die Ergebnisse waren nicht wirklich zufriedenstellend. Ja? Dann will ich nicht wissen, was Sie unter einem Desaster verstehen. Sie können nicht einfach das ganze Projekt verurteilen. Wir hatten durchaus Erfolg. Zumindest teilweise. Mein Bruder David hat sich freiwillig als Proband zur Verfügung gestellt. Aber sein Verstand hat die Verbindung zur VI nicht bewältigt. Er ist jetzt wie ein Virus. Er infiziert unsere Netzwerke und übernimmt die Kontrolle über jede Technologie, die er findet. Deshalb mussten sie die Schüssel zerstören. Es wäre nicht auszudenken, wenn das Programm von hier wegkommt. Was kann schlimmstenfalls passieren? Eine technologische Apokalypse. Jede Maschine, jede Waffe, jeder Computer könnte gegen uns gerichtet werden. Niemand kann sagen, was passieren würde, wenn er ins Extranet kommt. Das hätten Sie sich alles vor dem Experiment überlegen sollen. Man kann doch nicht erwarten, dass wir jede Eventualität berücksichtigen. Schon gar nicht, dass aus David so eine Monstrosität wird. David... Die VI hat sich im Hauptlabor der Atlas-Station verschanzt. Sie hat alles abgeriegelt. Um reinzukommen, müssen Sie die Sicherheitsabriegelung über unsere Anlagen in den Stationen Prometheus und Vulkan manuell aufheben. Wie funktioniert die Abriegelung? Sie hat eine Ausfallsicherung für Notfälle. Normalerweise können nur alle drei Projektleiter gemeinsam die Abriegelung aufheben. Jetzt bin nur noch ich übrig. Meine Autorisierung kann ich geben, aber bei den anderen beiden müssten sie das manuell machen. Und was ist, wenn ich Ihren Bruder töten muss? Wir können nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Erzählen Sie mir etwas über die Station Vulkan und Prometheus. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Sie erzeugt die Energie für die vier Außenposten. Die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen. Wir benutzen sie für unsere Experimente. Ihr seid so dumm. Ja, okay, Experiment. Was ist bei dem Experiment schiefgegangen? David hat freiwillig einer Verbindung mit der VI zugestimmt, damit sie ein richtiges Bewusstsein bekommt. Theoretisch hätte nichts passieren dürfen, aber bei künstlichen Intelligenzen ist nun mal nichts sicher. Dann hätten Sie es nicht versuchen sollen. Und was wäre, wenn Sie nie versucht hätten, die Reaper zu finden, Commander Shepard? Was wäre dann heute mit der Galaxie? Manchmal muss man die Risiken einfach ignorieren. Nee, finde ich nicht. Aber gut, ich bin bereit. Ich breche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Fahrreichweite. Sprich, wir mischen mit dem Gefährt. Fahren. Mit verlassen. Commander, Sie müssen die Stationen Vulkan und Prometheus finden und in jeder Anlage die Abriegelung vor Ort aufheben. Welche Sie sich zuerst vornehmen, ist egal. Aber erst wenn Sie sich um beide gekümmert haben, können Sie die Atlas-Station betreten. Und achten Sie auf die Sicherheitsmax von Cerberus. Die VI hat sie wahrscheinlich alle übernommen. Archer, Ende. Sieht ja noch mega nice aus hier. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Lol. Oh, ich kann auch wieder Superjump machen. Das da hinten sieht aus wie eine Station. Aber gegnertechnisch ist noch nicht sehr viel passiert. Frag mich, ob wir unseren Rover auch wieder kriegen oder ob das jetzt bei dem bleibt.
Guten Tag. Ich glaube, hier steigen wir mal aus. Können wir da rauf? Oh ja, können wir. Lass mal drauf schießen. Nichts passiert. Jetzt einfach drüber. Okay, aussteigen. Ich kann gar nicht aussteigen. Ja, okay, dann müssen wir wohl zur Station. F drücken. Ja, ich nehme wieder die gleichen mit. Macht ja Sinn. Ja, ist gut so. Ja, das hätte ich auch gemacht. Commander, hier spricht Archer. Ich empfehle äußerste Vorsicht. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Kurz nach dem Experiment. Scanne Gebiet. Analyse. VI-Infektion in den Maschinen des Kraftwerks. Empfehle erhöhte Vorsicht. Ja, also wenn es sonst keine Probleme gibt, sind wir schon Schlimmeres gewohnt. Oh. Verstehe. Scannergebiet. Analyse. Ventilationsstationen ermöglichen ausreichende Geschwindigkeit zur Verbesserung der Schwebefunktion des Fahrzeugs. Weil ich dann... Ach, dahin muss ich. Wer baut denn so? Oh, da ist ein Turm. Ich hätte den ja schon mal draußen platziert. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier lang. Oh, da ist der. Analyse. Trümmerfeld zum Befahren geeignet. Nee. Ich gehe den anderen Weg. Wenn es hier überhaupt wohin geht. Was bist denn eigentlich du? Kann ich ja auch nichts machen. Naja. Wenn jetzt jemand weiß, was das ist, so wie auch das andere, was wir vorhin gefunden haben, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ah, müsste ich da jetzt echt so rüber. Ding ist, wie geht's denn eigentlich mit der Retour? Wieder so ein Venti da. Na, komm, 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 komm. Kein normaler Mensch könnte hier einfach so raufkommen. Triebwerksgeschwindigkeit nicht ausreichend, um Wand auf 12 Uhr zu überwinden. Ja, das heißt, wir müssen hier raus. Kommt sie auch noch rein? Ach so, da geht's dann. Okay. Automatische Steuerung offline. Kernsysteme wurden übernommen. Ja, wir schalten oder machen hier alles wieder normal. Ich gehe mal wieder zu meiner Lieblingswaffe. Wo denn? Direkt dahinter. Schade um die gute Munition da bei diesem Mechs. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf das hier.
beim Dach. Widerstand. Das und das. Wird es ja nicht gewesen sein, oder? Ach so. Und jetzt müssen wir da oben hin. Ja, sorry, Dude. Sorry machen, wenn du hier alles kaputt machst. Ja, dann gehen wir wieder. Das sieht schon mega nice aus. Gut. Zum Mitnehmen gibt es hier nichts mehr. Die Tür geht auch nicht auf. Dann gehen wir. Denen haben wir es gezeigt. Ja gut, also die Bots da, die sind auch kein Hindernis. Da haben die Gev schon ein bisschen mehr drauf. Hier ist auch nichts mehr. Nö. Tschüss, Kowski. Ist es genau? Komm, spring ich mal nach oben. Ah, hier. Okay. Da hinten ist schon wieder so etwas. Oder? Ach nee, du bist ein Geschützturm. Ich kann hier auch nicht aussteigen. Ah, schon wieder drüber. Weil wir da hinten hin müssen, so wie es aussieht. Könnte auch. Könnte jetzt ein bisschen warm werden. Wow, no, komm. Die sinken ja. Wow, das war knapp. Ich jetzt. Kann ich hier rauf? Oh ja, kann ich. Ach nö. Warum machst du so Geräusche? Das hat jetzt eigentlich gar nichts gebracht, ne? Das ist auch keine Heilung oder so. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier oben bin? Komm ich hier rauf irgendwie? Ja, da hat es eine unsichtbare Wand. Okay, das hat mir nichts gebracht. Das da hinten bringt mir auch nichts. Also werde ich dann vermutlich hier am Lavafluss entlang müssen. Oh, ich möchte nicht. Komm. Hier braucht es mal bessere Straßen hier. Ganz ehrlich. Stress mich. Ja, und jetzt? Machen wir mal. Jetzt müssen wir nur noch aufräumen. Ah, wir sind auf magische Art und Weise drin. Naja, okay. Schauen wir mal hier ein bisschen mehr Widerstand kriegen.
Er fördert Bots. Da geht mir nichts kaputt. Ah. Deswegen. Und hier? Sie. Ich würde sagen, jetzt erstmal hier lang. Tatsache und Datenkette. Wir gehen woanders lang. Oh, Medizinkit. Das hat aber eher gebraucht. Oh. Moin. Geh mal, ihr macht's ja schon. Ah, mir gibt's Auge. Ah, ich muss mir verstecken gehen. Was, noch einer? Okay, dann machen wir jetzt mal auf Scharfschütze, damit es hier schneller geht. Und die Einigung macht auch noch grad. Okay. Was haben wir da noch? Schön. Okay. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Wo geht's denn hier weiter? Hier schon mal nicht. Geht's überhaupt nicht weiter. Ach, aber hier hat es einen explosiven Container. Dann nehme ich mal das hier. Oh. Was genau hat das jetzt bewirkt? Gar nichts, oder? Hä? Mal das Map-Tool. In die Richtung. Ah, was haben wir denn da? Da geht's doch weiter. Das ist Parcours. Nein, komm, geht drauf. Da hat's Munition. Die nehme ich gerade mal mit. Zwei Wege. In welche Richtung müssen wir? Da lang. Okay, dann gehen wir da lang. Wohin? Haben ein Notsignal von der Atlas-Station erhalten. Archer hat den Ausnahmezustand für das Projekt ausgerufen. Wir versuchen, die Generatoren abzuschalten, um der VI die Energiezufuhr zu entziehen. Aber sie hat bereits unsere automatisierten Systeme übernommen. Ich habe Anweisung erteilt, das Kraftwerk auf jede nur erdenkliche Weise stillzulegen. Hat ja gut funktioniert. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung, wo wir eigentlich hin sollen. Und der sieht uns ja auch die ganze Zeit mit der Kamera hier.
Das sieht nach Stress aus. Vor allem sehe ich auch schon jemanden, der Stress machen wird. Ein Scheiß. Fuck. Ich brauch mal etwas mit mehr Durchschlagskraft. Okay, sehr gut. Raus aus der Gefahrenzone. Wir gehen wieder. War's das jetzt schon? Wow, sind wir gut. Nice. Okay, dann kann ich meine Big Mama wieder wegtun. Und dann gehen wir wieder auf die hier. Widerstand, Widerstand, das, das. Loka Floki da durch. Gibt hier nicht. Empfangen Sie mich? Kommando Shepard, hier ist Dr. Archer. Bitte antworten Sie. Ich höre Sie, Doktor. Wir sind in der Vulkanstation fertig und gehen nun weiter. Shepard, Ende. Ganz ehrlich. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob wir da das Richtige tun und ob die KI nicht vielleicht sogar gut ist. Irgendwas stimmt da nicht. Naja. Liebe Leute, es gibt mal eine ganz kurze Aufnahmepause, für euch aber nur ein kleiner Schnitt. Also, bis gleich. So, nach einer kleinen Stärkung geht's auch schon weiter. Die zweite Station abschalten. Schauen, ob das jetzt schwieriger wird. Sind wir wieder hier. Kühne Glanzleistung. Die Vulkanstation war ein Erfolg. Sie müssen immer noch zur Prometheus-Station und die Abriegelung von dort aus aufheben. Viel Glück. Was ist denn hier für Gerede? Schräg. Nee, keine Sorge, ich tue euch nichts. Oh. Ach, Mann. Ich werde weniger die Landschaft angucken. Jetzt sollte ich aufs Fahren konzentrieren. Danke, KI. Oh ja, es ist wirklich schön. Ja, allzu weit kann sie nicht mehr sein. So ein bisschen in die Richtung. Ah, da geht's rein. Mal schauen, ob jetzt da der Weg besser ist. Ich meine. Wie kommt ihr denn da ansonsten regulär hin? Also gerade bei der anderen Station, das ist ja nicht normal.
Papiere. Nö, das... Ach so, nee, Moment mal. Da geht's dann später rein. Okay, also hier mal noch nicht. Dann werden wir mal das da hinten mal probieren. Ja gut. Hab ein bisschen wenig Bäume hier. Der Bosskampf wird dann die KI selber sein. Ist die Frage, in welcher Form. Was ist das? Und warum? Ach so, ja, hat er gesagt, das ist ja das Gap-Schiff. Ja, komplett vernichtet. Ja, wieder die gleichen. Wäre sonst nicht logisch, wenn man da jetzt wechseln würde. Kann ich hier was machen? Ich glaube, ich werde mal auf dich gehen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, alles, was hier inaktiv war, ist jetzt nicht mehr inaktiv. Welche Gaffkanone? Oh. Holy Schwanz. Okay. Soll heißen, ich muss hier schnell sein. Commander Shepard, die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen, die wir scannen gebiet. Analyse. Generatoren liefern Energie für Hauptschild. Warnung. Die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Geth-Kanone übernommen. Aha. Ja, dann schieß mal hier hin. Moin. Komm her. Hier hin. Ah, der bewegt sich Gott sei Dank recht langsam. Wow. Na komm her. Schieß mal hier hin. Aha. Sie braucht Gott sei Dank recht langsam ausrichten. So ein Shit. Okay. Jetzt muss ich nur noch da hinten einmal hinschießen. Ja, komm hier. Komm zu mir. Komm her. Ja, genau hier hin. Komm, 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 komm. Jetzt gehen wir hier rüber. Komm, komm. Ach was, das Teil ist hinten nicht kaputt worden. Komm her, genau hier hin. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, das ist immer so eine knappe Sache hier.
Hui. So, komm. Schieß mal genau auf das Schild hier. Komm her. Warnung, wir werden anvisiert. So, und jetzt kann man das da hinten kaputt machen. Das wäre zumindest mein Plan. Alter, warum zerstört sie denn sowas nicht? Warnung, Geth-Kanone nimmt unsere Position ins Visier. Schilde deaktiviert. Sie können die Geth-Kanone jetzt ins Visier nehmen. Wow. Oh, Gott sei Dank. Naja, da kommt bestimmt noch einiges. Aber sind wir zum ersten Mal auf dem Geth-Schiff? Keiner mehr da außer uns. Das ist doch bestimmt. Ja, also den finde ich schon mal nicht so geil. Bleibst du da drin? Hallo. Ist das von Severus ja alles so gemacht oder von den Geth? Uns wurde gerade gesagt, dass die Atlas-Station noch ein Dutzend Geth für das Experiment will. Hoffentlich bedeutet das endlich den Durchbruch. Ja, wie man es nimmt. Forschungslog. Anhören. Ständig diese inaktiven Maschinen um sich herum zu haben, ist ziemlich unheimlich. Als würde uns aus den Schatten der Tod anstarren. Ich würde lieber auf der Vulkanstation arbeiten. Ja, das kann ich verstehen. Das würde ich auch lieber machen, als wie hier. Ich hab so das Gefühl, dass uns die KI vielleicht vor was warnen will. Was passiert hier? Wir werden ja so richtig Stress kriegen. Lenigan hat gerade eine Simulation laufen lassen. Wenn diese Geth jemals aufwachen, beträgt die Wahrscheinlichkeit 98%, dass wir innerhalb von 2 Minuten tot sind. Das macht Mut. Ich will sie halt irgendwie deaktivieren, wenn es möglich wäre. Oder halt die Waffen wegnehmen. Hier lang. Hallo? Unheimlich. Jetzt irgendwie wie ein Horrorspiel. Gestern war Halloween. Lenigan hat sich mit Gas-Ersatzteilen verkleidet. Er hat damit alle fast zu Tode erschreckt. Jetzt hasse ich ihn wirklich. Er kann froh sein, dass er nicht erschossen wurde. Weiter rein. Wette drauf, beim Rückweg machen die alle auf. Alles ist abgeklemmt. Archer hat eine Abriegelung angeordnet, aber unsere Station ist bereits infiziert. Was will die VI bloß? Sie schreit uns die ganze Zeit an und niemand versteht was davon. Noch mehr, aber scheint nicht so. Ich möchte ja ganz schnell wieder raus.
Wow. Alter, bitte, ich will hier raus. Jetzt wird gespeichert. Das sieht nach Stress aus. Sowas nicht. Wenn du so eine schlaue KI bist, warum kannst du da nicht reden? Nichts machen. An alle Cerberus-Mitarbeiter. Um den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist ab sofort auf allen Stationen das Hören von Musik erlaubt. Motiv wird halt auch immer unklarer. Jetzt erstmal nach da oben. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Ja, schön. Was mache ich denn damit? Plattform bewegen. Also. Hä? Was willst du von mir? Ich verstehe nicht ganz, was ich hier machen muss. Und jetzt geht gar nichts mehr. Plattform oben bewegen. Gehen wir mal da runter. Da, wir sollen vermutlich nicht da rein, ne? Kann ich da rauf? Ich kann da nicht rauf. Was soll ich denn hier? Und springen kann ich ja nicht. Jetzt muss ich doch da irgendwie die Plattform auswählen können. Das waren alle. Ach, diese Plattform ist es. Könnte ich da irgendwie so rüber? Aber ich kann keine andere Plattform sehen. Das ist ein echt komisches Puzzle. Ach, da. Ah, da unten Plattform wechseln. Ach so. Na, jetzt ergibt es mehr Sinn. Weiter noch. Man denn sowas Schräges? Oh, da ist der letzte. Ach nee, das ist wieder sowas. Hat sie aber irgendwie nicht. Ach da. Blau in einer Zeile. Ne, das war's nicht. Da. Nice Credits. Ich wette, die stehen jetzt alle auf. Wenn ich jetzt hier das. Oh, da hat's noch was. Kann ich da? Kann ich. Nee, kann ich nicht. Okay, alles klar.
Alter. Ich hab's gewusst, ich hab's so gewusst. Und da ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Ja. Naja. Wo sind die anderen? Das ist aber nett von dir. Cerberus weist die gesamte Crew darauf hin, dass der Notfall ab jetzt als Geheiminformation zu behandeln ist. Die Weitergabe an Dritte verletzt ihr Geheimhaltungsabkommen. Wir haben jetzt ganz andere Probleme. Was ist das für uns? Aber die Gaffs sind ja jetzt nicht sie selber, oder? Die werden ja kontrolliert. Die sind viel schwächer als normal. Oh no. Könnt ihr mal was da machen? Welches Geschütz? Ach da. Ist wieder so ein Raketenhaini da. Okay, hier geht's nicht mehr weiter, aber hat's hier was drinnen? No. Dann gehen wir da mal nach oben. Ja, aber es wirkt so, als wären die nur Marionetten. Na komm her. Bitte einmal das. Oh, das war ja creepy, wie der jetzt noch weitergegangen ist. Ganz schnell raus hier. Natürlich. Fertig. Ich bin's, die Esel. Ich leg euch alle um. Cool. Was? Wo ist da noch einer? Schaust du nach innen rein? Ach, geh mal einfach. Ich will hier raus. Ganz schnell. Und vor allem beim Hauptgang wartet ja noch Big Daddy auf uns. Yo.
Okay, wann ist alle? Okay. Das dürfte jetzt nicht mehr so weit sein. Ja. Also meine Notfallmaßnahme ist abhauen. Aufpassen, feindliche Drohne! Oh. Ciao. Wow. Diese scheiß Raketen jedes Mal. Aufhalten. Was heißt denn hier überhaupt? Mit dem größten Vergnügen. Alter. Wollt ihr ja vielleicht mal so dahin gehen? Los geht's. Ah, ich mache hier alles alleine. Ihr seid da hinten. Da, geht's. Alles klar. Komm. Schon unterwegs. Nein, da lang. Alter. Alles klar. Komm jetzt! Nehme Position. Alter! Ich versteck mich! Hab dich! Ich gebe Ihnen Deckung! Also die... Ah, das ist der Kommandant! Hanna, er ist der Kommandant da unten. Und da kommen wir besuchen. Er da unten. Ich probier's mal. Gut. Dann hätten wir mal den Oberdude. Können wir jetzt einfach so rasch spazieren? Nicht nett hier, ein Stern auf TripAdvisor. Ciao mit V. Ja, gerne einsteigen. Cool, dann hätten wir das jetzt endlich geschafft. Dann fehlt ja nur noch eins. Das ist eine echt große Nebenmission, muss ich sagen. Aber wir wissen auch schon mal, wo wir hin müssen. Sofern er nicht eh von alleine dahin geht. Vielleicht Tipps, was uns da so erwarten kann. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Ah, das hast du schon erwähnt. Mehrmals. Gut, vermutlich müssen wir hier rauf. Ah, nein. Verdammt wertvoll sein, wenn man Serverraum so absichert.
Das ist eine interessante Info. Achso. Okay, dann halt so. Alter, wann ist die Gav? Was machen die hier drin? Page. Archlog 157,8. Wenn ich keine Ergebnisse liefere, dreht der Unbekannte uns nächste Woche den Hahn zu. Ich habe keine Wahl. Ich schließe David direkt an das neurale Netzwerk der Geth an. Vielleicht kann er sie ja beeinflussen. Die Gefahr dürfte minimal sein. Wahrscheinlich macht es David sogar Spaß. Wow, du Arsch. Irgendwas? Nö. Laboraufzug. Ebene 2 erreicht. 3D? Was? Führe Reset des Fahrstuhls durch. Und jetzt? Ebene 2 erreicht. Ebene 4 erreicht. Ebene 6 erreicht. Systemfehlfunktion. Wenn das jetzt? Ebene 2 erreicht. Ebene 4 erreicht. Ebene 6 erreicht. Jetzt hier das mach? Ebene 3 erreicht. Okay. Ebene 5 erreicht. Ebene 7 erreicht. Wir wurden entdeckt. Oh, guten Tag. Scheiße, Kommandant. Ich muss hier weg. Mach mich mal unsichtbar. Ciao. Na toll. Ich kann doch die Heilung nicht machen. So ein Shit. Okay, gut, das war's. Alter, sind die riesig. Und mit dem Aufzug, der so toll funktioniert, sollen wir fahren. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Ich hab's gewusst. Wow. Schuss ab! Es ist jetzt. Ah, schon wieder hacken. Denen. Hier vielleicht, ja. Loks oder so? Warum haben sich die jetzt nicht gewehrt? Das könnte nützlich sein. System offline. Erhebliche Verletzungsgefahr. Lift? Ja, die Info kommt ein bisschen spät. Ah, okay. Oh,
Warum sollte er uns direkt zu sich bringen? Bereit machen. Und seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Knopf einen Reaper ruft. Was zur... Er kämpft dagegen an. Warum machst du das mit mir? Wurzel 110 ist 30,1, Wurzel 120 ist 30,3. Uns läuft bei diesem Projekt die Zeit davon. Wir haben keine Alternativen mehr. Wie weckt man die Aufmerksamkeit eines Gav? Naja. Ja? Warum krieg ich so viel Schaden? Muss man dann in die Rüstung investieren. Wurzel aus 930 ist 30,5. Wurzel aus 940 ist 30,7. David, kannst du meine Notizen zu dem Experiment vom Donnerstag wiederholen? Wurzel aus 950 ist 30,8. David, pass bitte auf. Laut. Es wird laut hier drin. Tut mir leid, das hast du nicht verdient. Würdest du bitte meine Notizen zu dem Experiment vom Donnerstag wiederholen? Log 137,3. Das Experiment ergab für den Gehorsam der Geth keine erkennbaren Muster. Ende des Diktats, David. Verdammt, der Unbekannte wird dafür sorgen, dass mich das meinen Kopf kostet. Danke. Und wie geht es dir heute? Wurzel aus 960 ist 30,98. Ohrstöpsel wären gut. Okay. Ach, mit Zuschauertribüne hier. Okay. Also soll ich hier lang oder hier rein? Zerstören. Ja, meine Kollegen bei mir. Das ist was anderes.
Über der Stress. Okay, dann ja, mit. Was war das? Ach so. Warnung, maximale Tragkraft des Fahrstuhls überschritten. Oh no. Von wo? Ach, von da. Fuck. Ich mach mich erstmal unsichtbar. Dieser scheiß Raketen-Heini. Nimm's doch mal eine normale Waffe. Tatsächlich das Zentrum. 30,1. Wurzel aus 120 ist 30,3. Heilige. Machen wir mal verbrennen. Ach, ich muss jedes Mal die Panzer. Ach, das Teil muss ich kaputt machen. Ziehen Sie den Stecker! Die Vulkanstation soll die gesamte Energieversorgung abschalten! Es ist zu spät! Wir haben keine Kontrolle mehr! Wo ist der scheiß Kugel? Wir gehen jetzt mal auf Big Mama hier. Ah, scheiße. Wo ist die Kugel? Was bist du da? Einmal noch. David, beruhige dich. Wenn du es zulässt, sorge ich dafür, dass das alles aufhört. Das ist die Kugel. Da. Holy shit, der ist ja wirklich drin. So. Oh, bitte mach, dass es aufhört.
Warten Sie! Commander! Ich bitte Sie, überstürzen Sie nichts. Überstürzen? Wer hat denn seinen eigenen Bruder zu diesem Experiment gezwungen? Ich weiß, wie es aussieht, aber ich wollte nie, dass ihm dabei etwas passiert. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe das ja nicht so geplant. Es war ein Unfall. Wie David mit dem Geth kommunizierte, das wirkte völlig harmlos. Und ganz plötzlich hatten Sie dann Ihre eigene Privathölle. Ich hatte keine Wahl. Die Anforderungen waren immens. Der Unbekannte duldet keine Fehlschläge. Jeder Kampf gegen die Geth fordert Opfer. Ich sollte einen Weg finden, das zu vermeiden. Wer hat Ihnen das Recht gegeben, Gott zu spielen? Leute, die zu viel Angst davor hatten, unangenehme Entscheidungen selbst zu treffen. Wenn Sie für ein Wunder beten, wollen Sie eigentlich nur Männer wie mich, die für Sie die harten Entscheidungen treffen. Wenn meine Arbeit Millionen von Müttern die Trauer über Millionen von Söhnen erspart, ist mein Gewissen beruhigt. Sehen Sie ihn an. Ihr Bruder wird nie mehr so sein wie vorher. Vielleicht ist es ja kein bleibender Schaden. Vielleicht bekommt er wieder Kontrolle über seinen Verstand. Er weint. Sie opfern also für Ihren eigenen Ehrgeiz das Glück Ihres Bruders? Was ich David angetan habe, ist unethisch. Und wenn er stirbt, ist es unverzeihlich. Ich würde mich gern um ihn kümmern. Bitte. Bitte mach, dass es aufhört. Ich habe genug von Ihren Grausamkeiten gesehen, um zu erkennen, dass er hier nie davon frei sein wird. Ich nehme ihn mit. Nein, lassen Sie ihn in Ruhe! Er ist zu wertvoll! Wenn Sie auch nur daran denken, Ihren Bruder zu holen, wartet eine Kugel auf Sie. Und dann werden wir sehen, wer hier wertvoll ist. Wohin bringen Sie ihn? Zur Grissom Academy. Dort wird besonderen Fällen wie David geholfen. Und zwar ohne Folter. Joker, nehmen Sie Kontakt mit der Akademie auf und sagen Sie, wir hätten hier jemanden, der Ihre Hilfe braucht. Zu Befehl, Commander. Der Unbekannte soll mich ruhig feuern, wenn ihm das nicht passt. Wow. Puh. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das muss ich erstmal sacken lassen. Aber als Nebenmission krass. Krass, krass. Also dann, sehen wir uns beim nächsten Mal. Schauen, welche Abenteuer noch auf uns warten. Vermutlich einige.